Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten und ja, Hexen oder Bola, das ist die gute Frage. Die Frage wurde übrigens hier im Clan vorhin gestellt, was eine gute Angriffsstrategie für Rathaus Level 12 ist. Allerdings werde ich mit Elvern angreifen heute. Nur die Frage ist tatsächlich, wie kann man sich die beantworten? Also im Moment ist es ja so, ich habe nochmal nachgeschaut, die Bola haben ja einen... keinen Nerf bekommen, sondern einen Buff bekommen. Das heißt also, sie haben mehr Trefferpunkte und dementsprechend kann man sie sicherlich noch benutzen. Der Romano meint, die Hexen funktionieren nicht mehr so wie früher. Das liegt aber wahrscheinlich an etwas anderem. Ich muss noch mal reingucken in die News. Die sind noch schon ein bisschen älter. Wartet mal. Da sind die Balanceänderungen und zwar könnte das an was anderem liegen. Gucke mal gerade. Bom, bom, bom. Die Mörser haben jetzt etwas mehr Trefferpunkte, mehr aber auch nicht, also keine DPS mehr oder sonstige Geschichten. Kobolde, die Riesen haben, obwohl die Riesen eigentlich auch mehr DPS machen. Okay, also eigentlich gibt es da keinen Unterschied, sondern ich will mal eben anfordern, warte mal, das ist gut. Und gibt es da eigentlich keinen großen Unterschied, aber man kann ja mal gucken, wieso die anderen hier angegriffen haben. Ich gucke mal hier den Khan an. So ein Glück. So ein Glück. Der Khan hat hier nämlich mit Bola und Hexen angegriffen. Okay. Hat im Gepäck. Allerdings ist der Khan auch ein Max 11er. So Max bin ich noch nicht, aber wir können ja mal einen Trank nehmen, denke ich mal. Und hat als Belagerungsmaschine den wie sie denn nochmal hieß, ne? Diese mauerbrechende Maschine genommen. Und aber mal sehen, ich muss gleich auch so eine ähnliche Base angreifen, aber ihr seht das selber hier, diese krampfhafte, aber immerhin war es eine Max Rathaus 12 Base, also das Rathaus war Max mit voller Ausbaustufe, aber der Rest ist halt Essig. Okay. Ah, ich hab glaube ich die Eisgolems habe ich noch gar nicht. Meine ich hier mit dem Toti. Ich bin mit Thorsten auch mit dabei. Also nicht mit Thorsten, sondern mit Toto. Hier im Clankrieg mittlerweile jetzt mit 1, 2, 3, ich glaube mit 4 Accounts bin ich jetzt hier in der CWL. Da muss man sich auch keine Sorgen machen. Ich hatte so ein bisschen Sorge, dass ihr euch Sorgen macht, dass ich hier nicht alle Angriffe mache. Nee, das ist schon so. Also wenn ich mich auf grün gestellt habe, und ich habe mich ja bewusst auf grün gestellt, weil ich es auch gesehen habe, dass wir im unteren Bereich, glaube ich, hier einen Zehner hatten. Und ja, das ist dann nicht so gut, aber hat er ganz gut gemacht. Okay. Mal sehen, wir werden gleich mal eine Truppe ausbilden. Ich denke mal, wir nehmen dann anstelle der, was hat er, 4, 11, 6, okay, etwas weniger und Mauerheinis genommen da. Mal sehen. Zippy ist eher der Luftakrobat. Oh, hat die Superbowler genommen. Okay. Die Superbowler genommen. Habe ich übrigens auch mal genommen. Das ist ein Rathaus 14 hier, der 8er. Okay. Heftige Base. Okay. Aber Hauptsache Adler auf Max und alle Helden. Ne? Und vielleicht sogar schon ein Pet. Naja, aber die Pets sind gar nicht in der Verteidigung, glaube ich, da. Ne? Pets sind ja nicht in der Verteidigung da, die hat man halt nur im Angriff. Hat hier noch ein bisschen was weggeblitzt, ich weiß gar nicht, was er da blitzt. Ah, okay, was war das? Habe ich jetzt gar nicht gesehen, war das ein Inferno? Mal sehen. Mit den Superbowlern und mit einem, der ist ziemlich zentral, der Warden. Ich kenne das eigentlich tatsächlich nur so, dass man mit dem auf irgendeiner Ecke anfängt, aber hat ja unten angefangen, muss jetzt allerdings schon ein bisschen gegenfunneln und kommt hier jetzt nicht ganz über Ecke rein. Ein paar Hexen damit reingesetzt. Okay, die können den King so ein bisschen begleiten. Das ist in Ordnung. Viele haben hier Single Infernos. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben oder auch nicht. Macht ihr eh nicht. Was so sinnvoll ist im Moment. Single, Multi, je nach Base wahrscheinlich. Ne? Denke ich mal. Kampfholz mit hinten dran. Das rollt so ganz gemütlich hinter den ganzen Bowlern her, aber die sind, ich habe die gestern auch benutzt, im Rathaus 13 Bereich ziemlich stark im Moment. Oder was heißt im Moment, sie sind überhaupt sehr, sehr stark.
Aber nur die normalen Bowler haben ja, glaube ich, den Buff bekommen und deswegen, wir können die ja nicht nutzen. Der Zippy ist ein Rathaus 12. Ah ne, Rathaus 13 ist ja schon, entschuldigt bitte, Rathaus 13. Und die kann man, glaube ich, erst ab 13 benutzen, ne? Noch nicht mal ab 12. Das heißt, eigentlich kann man sie benutzen, wenn man Bowler hat. Okay, muss ich gleich auch nochmal nachgucken. Ich habe auch nicht mehr alles im Kopf. Ich habe auch nicht mal alles im Kopf, aber schöne Angriffe hier. Mal wieder ein bisschen aus Free-to-Play. Da wird es ja, sehr, sehr dünn. Muss ich sagen, wir sind mittlerweile unter 30 und hier gehen dann nach der CWL auch wieder Leute. Also wenn ihr einen Free-to-Play-Account habt oder auch nicht, dann und auf jeden Fall Spaß am Spiel habt und nicht so sehr am Gerede, habe ich die Tage auch. Ich schnapp eigentlich ja immer alles auf. Aber ich habe auch zwischen den Zeilen gelesen, dass es immer noch Leute gibt, die den Global-Chat vermissen. Weil es wurde ja immer so viel in den Clans gequatscht. Ja, das stimmt. Im Global wurde viel gequatscht. Ich denke mal, innerhalb der Clans wurde eher weniger gequatscht. Danke. Hexen sind immer noch stark, wenn die Infernos auf Single stehen. Oder du nimmst Luftdrachen. Okay. Naja, ich würde sagen, wir bauen mal. Ich muss mal jetzt mal eben schauen. Doch, ich habe die schon. Okay, aber die Super-Dinger, die kriege ich natürlich nicht. Die kriegt man erst ab. Bowler auf Level 4 benötigt. Okay, und dann die Bowler. Kann ich die eigentlich jetzt schon updaten? Lass mal gucken. Braun nicht forschen. Ist das da? Labor Level 10 erfordert. Okay, also kann ich die nehmen. Dann nehmen wir nehmen gleich mal einen Trank. Wir nehmen mal das gleiche, was er genommen hatte. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 6. Hat er, glaube ich, noch so ein Ding genommen hier. Glaube ich. Ich hab so ein paar Schleichkobolde, die ich nehme mal 6 Stück mit. Kann nicht schaden, würde ich sagen. Und 1, 1. Vielleicht auch ein bisschen viel. Ohrbrecher nehme ich mal keine mit. Wir machen das mal so. Okay. Zauberbraun. Wir brauchen eigentlich keinen Giftzauber. Eigentlich brauchen wir keinen Giftzauber. Was habe ich denn hier eigentlich beraten? Oh, ist das richtig? Ja, so ist es auch nicht richtig. So ist es richtig. So. Aber ich nehme mal einen Gift von mir mit, würde ich sagen. Wir nehmen mal 2 Fries mit. Eigentlich brauche ich wirklich nur Wut. Viel Wut. Muss mal überlegen. Eigentlich kann man die auch anders machen. Eigentlich kann man die auch anders machen. Warte, da. Adler ist da. Ich würde ja gerne über einen Adler gehen. Helden darüber. Auf Clanburg muss ich halt nicht achten. Die haben nichts in der Clanburg drin. Also können wir das einfach mal so bauen lassen, würde ich sagen. Danke für die Schweinereiter. Dann hauen wir mal einen Boost rein. Es gibt ja einen Gratistrank. So, wir boosten. Einmal gratis nachgekauft. Steht jetzt auch ausverkauft. Sold out. Ausverkauft. Okay. So, da können wir hier noch nicht ganz loslegen. Ich weiß, die Maschine haben wir meistens nicht. Ich nehme jetzt immer die Überfallmedaillen. Ich glaube, das ist auch wirklich Latte. Was man da tatsächlich nimmt. Ein schöner Hybrid hier. Hybrid immer gerne genommen. Mir ist aufgefallen, dass manchmal, wenn ich nach unten gucke, ja immer mal wieder nach unten, dass dann das Mikro dann so hoch stand und ich immer leiser wurde. So, oh, was ist das denn für eine coole Base? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Dorfbesuche. Okay. Schauen wir mal. Ein Elfer soll es schon sein, würde ich sagen. Einen Rathaus 11. Der sieht doch nett aus.
paar Mauerbrecher dabei. Jo, können wir mal. Ja. Können wir mal machen. So, wir lassen die mal ein bisschen fliegen hier, beziehungsweise wir lassen die mal ein bisschen laufen. Die Queen, 1, 2. Mal gucken, reichen da zwei Mauerbrecher? Oh ne, das waren schon drei, ne? Ah ne, waren zwei. Okay, reichen. Perfekt. Muss die Queen da nur reingehen. Macht sie auch. Perfekt. Sehr schön. Ah, jetzt habe ich drei Mauerbrecher genommen. Das ist doof. Okay. Da hätten auch zwei gereicht. Aber ist nicht so schlimm. So, wir kriegen die aber nicht noch tiefer rein, oder? Ah, zwei Mauerbrecher. Lass mal gerade gucken. Ah, schade. Die hat zerrissen, oder? Ah, die hat zerrissen. Okay. Sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Multi da. Okay. King. Kaserne. Bowler wollte ich gerade sagen. Miner. Warden. Hawks. Oh, den muss ich jetzt schon sofort zünden da. Perfekt. So. Machen wir das so. Wir heilen wir mal gegen. Und hier nehmen wir mal den Gift hier für die Queen. Nehmen wir aber die beiden Magier hier noch mit rein. So, da ist der Multi einmal weggefrostet und hier noch geheilt beim Flächenschaden. Eigentlich so passen. Ja, passt so. Ah, sieht gut aus. Entschuldigt bitte. Sieht aber ganz gut aus. So, da kommen jetzt noch die Hawks aus der Clanburg mit dazu. Ja, kann man ja auch gut mit angreifen. Ich meine, ist auch eine gute Base, glaube ich, dafür. Und das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich noch nicht mal, aber meine Queen ist ganz gut gelaufen. Dank der Multis. Okay, gegnerischer King geht auch weg. Ah, da kommen jetzt noch so ein paar nervige Skellies. Aber ich habe noch, glaube ich, reichlich Hoxie dabei. Ich habe noch ein paar Miner. Ich habe den Packer noch. Perfekt. So, dann kann ich meine Queen auch mal zünden, dass sie da durch die Mauer geht. Auch das geht sehr, sehr zügig. Alles klar, mal drei Sterne hier geholt. Und würde ich sagen, machen wir ruhig weiter. Wir üben ruhig weiter, ein bisschen Hybrid, auch auf Rathaus Level 11. Auch wenn uns da vielleicht noch der ein oder andere Level fehlt, 5. Ja, so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was mir da noch fehlen könnte, aber wir bauen die kurz mal nach. Perfekt. Und fragen jetzt neu an, was nehmen wir rein? Walküren, würde ich sagen. Ja, wir nehmen mal Walküren mit rein, würde ich sagen. Und hatten aber gesagt, wir brauchen eigentlich kein Gift. Ich nehme meinen eigenen mit. Walküren an 1, 2, 3, 4. 4 Stück passen rein, okay. Wir nehmen einen Wut. Jetzt habe ich aber echt viel Wut, ne? Und wir nehmen ein Kampfholz. Ja, so machen wir das. So machen wir das. So machen wir das. Truppen. Achso, ich habe hier noch gar keine Belagerungsmaschine, die ich hier bauen kann. Stimmt. Okay. So, THX. Danke. Perfekt. Und hier sieht es ganz gut aus beim Clan Free to Play. Wir sind sogar dritter. Auch nicht schlecht. Wir sind ja letzte Saison erst aufgestiegen und halten uns jetzt in dieser Saison eigentlich auch ganz gut. Freut mich auch. Wobei wir natürlich wieder dieses Mismatch hinnehmen müssen. Aber ich glaube, so schlimm ist das gar nicht. Denn, wer war denn hier unten noch? Ramses, Tutmosis. Ramses oder Tutmosis. Wir nehmen den Ramses kurz mal. Ach du Scheiße. Das treibt mir mal wieder die Tränen ins Gesicht. Der hat seine Base, seitdem er Rathaus, weiß ich gar nicht, 7 ist oder so, nicht mehr umgestellt und hat nur das Rathaus immer gelevelt. Normalerweise kannst du die Base ja, also sobald du jetzt einmal in den Editor reingehst, kannst du diese Base ja nicht mehr abspeichern, sondern musst dann canceln. Weil wir gucken, warte mal. Das ist ja.
Nee, guck dir das an. Hat auch gar nicht alle Truppen benutzt, ne? Echtheit. Und doch ein paar Meiner hat er noch genommen, okay. So ein Lacker. Naja, egal. Aber wir gucken uns mal die Nummer 13 an, weil normalerweise geht das natürlich nicht. Er muss ja viel, viel mehr gebaut haben, als er hier hat. Nicht einladen, sondern besuchen. Und Alter, der hat ja auch so wenig Truppen. Das ist ein aktiver Spieler tatsächlich. Mein Gott. Was machen Sachen? Okay. Ich warte mal eben auf die passende Klamauk, mache einen kurzen Cut, hol mir gerade was zu trinken und dann machen wir unseren Live-Angriff. Okay, wir haben uns die Tränen abgewischt. Ich glaube, die haben bestimmt mal bei so einer Challenge oder an so einer Challenge teilgenommen. Muss man eigentlich so lange warten, bis die Karre wirklich in der Clanburg ist? Ah ne, sie ist schon da. Sie ist schon da, okay. Denn der Kampfholzwerfer ist ja wirklich langsam. Aber ich glaube, die haben mal an so einer Challenge teilgenommen oder sowas. So nach dem Motto. Ja. Mal gerade gucken. Naja, okay. So nach dem Motto, wer hat die krankeste Base und wer levelt am uneffektivsten oder sowas. Keine Ahnung. Okay, wir gehen mal rein. Wir wollten aber vorher, glaube ich, unsere Armeen. Warte mal, muss ich ja doch, ich muss die Armeen pimpen. So. Und einen Heldentrank. Ah, nehmen wir auch mal. Wir nehmen auch mal einen Heldentrank. Da haben wir eine 50er Queen am Start. Und Klamburg ist voll. Wut, Wut, Wut. Zweimal Gift, das ist doof. Zweimal Gift ist nicht notwendig. Wir nehmen einmal noch den mit rein. Und hier brauchen wir allerdings den Gift. Perfekt. Okay. Ich gucke mal. Warte, habe ich einen? Ja, ich habe zweimal gepasst. Was? Ich würde ganz gerne den Adler hier gleich zu Anfang wegmachen. Mal sehen, wenn ich da auf die Ecke einen Magier setze, ob das funktioniert. Mal. Und zwar genau dahin. Passt. Könnte allerdings ein bisschen Zeit kosten. Okay, dann machen wir das mal so. Und wir nehmen ihn hier mal mit rein. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Wir nehmen ihn da mal mit hinter und den Hexen hier. Ja, ich komme hier jetzt über Ecke. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. So, wir nehmen hier mal die Helden. Hinten mit dran. Einmal den hier. Und dann soll das hier mit voller Feuerkraft durchgehen. Okay. Mal sehen. Ich habe ja echt Wut ohne Ende hier. So, den müssen wir eben mal wegfriesen. Wo ist der Dicke? Ah, der ist da in der Mitte. Alles klar. Oh, die Walks sind da schon am Werk. Aber der Dicke ist auch mit am Start. Einmal Wut für die Walküren. Die habe ich jetzt gerade noch gesehen. Jawohl, da geht's gut durch. Perfekt. Der hier macht mir allerdings ein bisschen Stress. Dann kriegen die auch noch mal Wut. Ah, Wut haben wir reichlich, ne? Wut haben wir ja reichlich. Und wir haben auch noch so ein paar Sneakies hier am Start. Okay, hier müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen friesen. Aber ich bin recht zuversichtlich, dass das auf jeden Fall was wurde. Aber wir hätten doch den Gift ja ruhig nehmen können. Wir hätten den Gift ja doch ruhig nehmen können. Also. Ah, ist auch eine Scheißbase. Muss man mal ehrlich so sagen, ist auch eine Scheißbase. Das konnte nur so kommen. 3 Sterne. Passt. Perfekt. Sehr, sehr schick. Und damit kommen wir unserem Ziel wieder so ein bisschen näher. Hier, ich glaube, ich hoffe nicht, dass wir aufsteigen. Aber wir werden ja auch insgesamt besser. Wir sind jetzt mittlerweile, habe ich heute Morgen auf Discord gelesen, 3 13er mittlerweile. Also, die Frage hat sich erledigt, Bowler oder Hexen? Wir nehmen einfach beides. Ja, wir nehmen einfach beides. Und ja, das ist, war jetzt natürlich keine richtig gute Base, aber ich meine, 3 Sterne sind 3 Sterne, Leute. Wie ist eigentlich egal, aber wir können einmal eben in den Clan reingucken. Man kann hier schön sortieren hier.
meiste Trophäen, höchster Rathauslevel. Wir sind drei 13er mittlerweile. Und das nach, was hat er geschrieben, der Elping heute Morgen, 2,5 Jahren, das ist echt gut. Freie Spielen. Und alle anderen sind ja auch aufstrebend. Ich muss mal ein bisschen mit Alex reinhauen, glaube ich. Der ist auch ganz gut zugange, was den Rathauslevel angeht. Donner Bengel hängt da ein bisschen hinterher. Und alle anderen hier, Hase, Ramses, Barfuß, die kommen ja auch. Es geht ja stetig ein bisschen berghoch und dementsprechend geht es natürlich auch, lass mal gerade das Kriegsloch gucken, Liga, ja, wir haben ja gerade den Aufstieg gehabt und deswegen müssen wir das, glaube ich, nicht nochmal haben. Ah, ich glaube es auch nicht. Ich glaube es auch nicht wirklich, dass wir hier noch aufsteigen. Ja, ich weiß nicht. Ortum und Irak. Gegen die beiden müssen wir wahrscheinlich noch, ne? Ja, der nächste ist Irak und Ortum, okay. Danach haben wir aber noch die unter uns sind, alles klar. Danach haben wir noch die unter uns sind. Also jetzt haben wir danach erstmal zwei schwierige Brocken und dann haben wir noch zwei leichtere Brocken, mal sehen. Aber wir schlagen uns eigentlich ganz gut. Ihr seht das, 103 Sterne. Irak hat jetzt schon, wir haben natürlich auch schon 10 Angriffe. Und der Clan Irak, wo ist er hier unten, hat 8 Angriffe, 22. Okay, naja, ich muss jetzt noch mit Barfuß ran. Ich muss noch mit Alex ran, mit Donnerbengel. Also alles offen hier. Und ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen. Ein bisschen live mal wieder gezeigt hier aus dem Clan Free-to-Play. Also er heißt tatsächlich so. Und wir sind hier im Moment, ja, wir sind eigentlich unter 30. Denn ich glaube, Hase, Zippy und so, die gehen alle wieder weg. Denen ist das hier ein bisschen zu langweilig, wenn wir hier wieder die Liga umhaben. Denn ganz, ganz viele leveln hier oder sind eh tot. Ich meine Accounts sind nicht tot. Mit denen mache ich halt so gut wie gar nichts da unten. Ihr wisst, wen ich meine. Aber viele sind gerade nach der Liga-Woche wieder am Helden-Leveln etc. Und dann ist das hier schon eine ziemlich düstere Geschichte in dem Clan. Denn wir können mal ins Kriegslog reingucken. Wir haben vor 19 Tagen den letzten Clankrieg hier gespielt. In der anderen Zeit haben wir noch nicht mal mehr 10 zusammenbekommen. Ich meine, wir könnten 5er spielen. Ja, dann kann ich mit mir auch alleine spielen. Dann hole ich mir hier noch einen Account rein. Ich habe hier genug. Also könnte ich auch mit mir alleine dann Clankrieg spielen. Aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Und wir finden hier keine 10. Ich mag ja so ab 10 erst aufwärts ganz gerne die Clankriege spielen. Aber selbst die 10 haben wir nicht gehabt. Es waren, glaube ich, 21 oder 22 Leute am Heldenlevel. Wir haben alle durchgeguckt. Wenn das so ist, ist das so. Ich meine, die Leute sind dann wenigstens so fair, stellen sich auf Rot und gehen nicht einfach so mit in die Liga oder in die Clankriege rein. Alles klar. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, um Kanal ranbleiben. Und ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Und wir haben ja jetzt schon wieder Bergfest, heißt das, ne? Ja, Mitte der Woche. Und eins sage ich euch noch, ist er wieder ganz aktuell. Bleibt gesund. Ciao.